Herr Dr. Lepper, Sie beschäftigen sich mit extrakorporalen Lungenersatzverfahren. Für welche Fälle werden die eingesetzt? Das extrakorporale Lungenersatzverfahren sind eine nicht ganz neue Methode, aber jetzt durch technische Weiterentwicklung doch in der Breite besser einsetzbare Methode, um Patienten mit akutem Lungenversagen, dem ARDS, zu helfen. Das sind alles intensivmedizinisch schwerstkranke Patienten, die ein hypoxisches oder auch hyperkapnisches Lungenversagen haben und die damit, wenn sie nicht mehr konventionell beatmet werden können, am Leben gehalten werden können, bis die übrige Therapie greift, zum Beispiel antibiotische Behandlung oder auch Kreislaufstabilisierung. Wie lange kann man solche lebenserhaltenden Maßnahmen nutzen, einsetzen? Das kann man nicht ganz so trivial beantworten. Patienten, die mit einer gesunden Lunge so eine schwere Erkrankung bekommen, zum Beispiel eine Viruspneumonie, zum Beispiel durch H1N1 oder auch eine bakterielle Pneumonie, die sind in der Regel etwa 9 bis 11 Tage an so einem Gerät. Bei Patienten mit vorgeschädigter Lunge, die möglicherweise auch auf eine Lungentransplantation warten, kann die Zeit aber deutlich länger sein, sodass man hier unter Umständen von 30, 35, 40 Tagen am Gerät sprechen kann. Wobei die Dauer auch ein bisschen von den Komplikationen bestimmt wird. Und die wesentlichen Komplikationen des Verfahrens sind eigentlich Blutung, schwere Blutung und auch die Bildung von Thrombosen, um die Kanülen zum Beispiel oder auch in den Beinen der Patienten. Gibt es da inzwischen neue technische Möglichkeiten? Es gibt in den letzten Jahren eigentlich schon immer verbesserte Versionen der bisher bestehenden Technik. Die Membranoxygenatoren werden immer besser. Auch die Biokompatibilität der Systeme wird immer besser. Nur so sind eigentlich auch Laufzeiten von 30, 40 Tagen dann möglich. Aber so ganz grundsätzlich, im grundsätzlichen Prinzip hat sich jetzt in der letzten Zeit nicht wahnsinnig viel bewegt. Da ist zu hoffen, dass sich in der Zukunft noch ein bisschen was tut. Was erwarten und erhoffen Sie denn für die Zukunft? Vor allem im Bereich der Komplikationen, da würde man sich doch wünschen, dass man bessere Möglichkeiten zur Antikoagulation hat. Die Patienten müssen alle antikoaguliert werden und Heparin ist da wahrscheinlich nicht die ganz ideale Substanz. Da würde man sich schon wünschen, dass da bessere Substanzen zur Verfügung stehen künftig. Auch was die Fremdoberfläche angeht, das Blut hat ja immensen Kontakt mit fremder Oberfläche, dass eben die Fremdoberflächen biokompatibler werden. Das wäre wünschenswert. Und im Bereich der Kanülen würde man sich wünschen, dass die Kanülen höhere Blutflüsse erlauben und weniger traumatisch für den Patienten sind. Aber das ist im Grunde genommen alles schwer technisch zu realisieren. Also Zukunftsmusik. Zukunftsmusik. Es gibt dann natürlich auch noch weitere Zukunftsmusik, dass man beispielsweise mit so einer Art künstlichen Lunge Patienten, die zum Beispiel eine ausgebrannte COPD haben, dass man denen in der Hyperkapnie hilft. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik, weil da sind die Verfahren im Moment einfach noch zu komplikationsanfällig und zu komplikationsträchtig. Vielen Dank. Gerne.